Hallo in die Runde, willkommen zum Krieg gegen die russische Gilde Aggressive. Das ist ein Spielerverbund, die auch richtig heftige Helden haben. Die haben gelbe Tanks und diejenigen, die nicht irgendwie diesen krassen Helden hatten von dem Gilden-Event, die haben Li Shu gespielt. Das ist ein zweischneidiges Schwert, Li Shu fällt schnell um. Aber auf der anderen Seite Sturmangriff. Hier war gerade richtig Glück dabei. Ich warte und denke mir, passt es oder passt es nicht, um Alfrik direkt zu aktivieren. Das passt. Deswegen mache ich mich immun gegen Alfrik und dann haut die Combo aus Blau und Gelb raus. Einfach um sie auszulösen. Ja, oder nur den Diamanten. Auch der reicht. Und dann bin ich zumindest immun. Gegen das Mana, ja, mein Leben ist reduziert. Ich mache das Beste draus und gucken wir mal. Alfrik wird an dem Brandschaden sterben. Trotzdem laden wir gleich, das ist die Möglichkeit. Ich gehe nach links, weil ich mir denke, dann kann ich ohne Probleme ghosten. Wenn es klappt, das Feuer wird reichen und dann kann ich da auch ein bisschen spielen und laden. Dumm ist nur, dass sie jetzt einen Spatz kriegt und damit habe ich nicht gerechnet, weil den Spatz muss ich jetzt auch. Also ich habe schon mit gerechnet, aber ich habe es einfach nicht gesehen. Da muss der Spatz jetzt auch noch niedergerungen werden. Gleich allen einmal das Feuer aufsetzen. Der Gegenschlag stört uns nicht, zumal das Gefährliche erstmal auf der linken Seite ist. Da geht jetzt Russell drauf und dann war es das mit dem dicken Spatz. Weg ist sie. Das nehme ich wie Rocky Balboa und dann seht ihr, das ist vorbei. Da kann Krampus nichts mehr machen. Ja, blöd ist, ich habe total vercheckt, in die letzte Stunde mal reinzukommen. Das heißt, ihr werdet nichts von den letzten Stunden mitbekommen, wie der Kampf war. Ich weiß, es hat irgendwie lang hin und her gelegen und ich habe zwischendrin mal reingeguckt. Da lagen wir mit 25 Angriffen, die wir mehr gemacht hatten, so dass die im Schnitt 54 Punkte machen mussten. Und es sah machbar aus. Punkte war das fast höchste, was man machen konnte bei unseren Gegnern. Ihr seht es schon wieder, Li Shu. Ich dachte mir, probieren wir es nochmal mit den Klauen. Kommt schon, Jungs, gebt mir die Klauen. Insgesamt 7 Steine in Li Shu. Das ist blöd, dass die 4 Steine von dem Zweier waren. Das heißt, hier habe ich den Fehler gemacht und sie ausgelöst. Das war dumm. Wäre es lila Steine gewesen, wäre die schon längst weg gewesen. Aber hätte, wäre, wenn, ne? Auch blöd, ich... Ja. Es ist kein Heiler mehr da. Alles, was ich an Schaden mache, ist fertiger Schaden. Er muss nur einmal durchkommen und das tut dann halt auch weh. Aber sowohl Heiler als auch Proteus haben erstmal überlebt. Ich kann Ghosten alles aktivieren und alles löst jetzt erst aus. Das ist so geil. Das Problem ist, egal was ich mache, das Gift kann nicht runtergenommen werden. Vom Proteus das Mana-Block-Ding allerdings schon. Francine hat ihre Spezialfähigkeit oben, da muss ich warten, bis die runter ist. Also einmal das Gift rein, das Gift wird dann Francine töten, weil das halt eben nicht von Francines Fähigkeit gebannt werden kann. Das ist schon mal cool. Blöd ist, hier kommt jetzt eins nach dem anderen hoch, ja. Und dann kommt es, wie es kommen muss, ne? Ja,
Da hätten auch alle drei schon weg sein können. Jetzt habe ich noch zwei Heiler. Und dann geht es hier jetzt eigentlich nur noch darum, um irgendwie zumindest noch Dorn rauszubekommen. Vielleicht noch Quintus. Gewinnen kann ich das nicht mehr. Nicht, wenn da so viel noch an Gegenschlag mit rumkommt. Ja, und jetzt ist hier nichts mehr da. Ich heile noch, muss dann eh in den Gegner reinspielen, in Quintus, in Hoffnung, dass noch ein bisschen was kommt. Aber leider nicht. Ja, ist die Frage, ob mit dem Drachenschild dort einer gereicht hätte. Im Endeffekt werden wir es jetzt rausfinden und es hat nicht gereicht. Einen zu spät, ne? Wäre da nicht viel reingekommen, hätten wir die noch mitnehmen können. Ist halt so. Ich gehe dann direkt nochmal rein. Ah ne, den habe ich übergelassen. Ich habe danach noch einen anderen Rest gemacht. So sieht's aus. Oder hatte, war da glaube ich 73 oder 74. Die wollte ich einfach einsetzen. Ich finde die Grafik schön mit diesen wirbelnden Schwertern, Dolchen, wenn die einschlagen. Und ja, bei so einem Rest, sage ich mal, wo kein Heiler dabei war, mit Anastasia, habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Wo ich, oder Bedenken, besser gesagt Bedenken gehabt. Mit Oreos und Anastasia zusammen bei zweimal Gelb, da kann Aoda überleben, auch wenn sie noch eben keine Wappen hat. Ihr seht es durch die Minions, klar, das sind keine Killer-Minions, aber da kommen halt trotzdem so 20 bis 30 Schaden pro Runde rum. Ja, und blau geghostet, ne? Kartal freut sich. Einmal auf sicher. Ja, das waren die schnellen Angriffe direkt nach dem Start. Wer mitgezählt hat, ich bin bei irgendwas über 120 Punkten. 60, 30 und ich glaube eben nochmal 40 oder so, also 130 grob. Ja, drei Lila direkt unter Lee, das ist schon mal cool. Leider läuft da echt ziemlich viel rein. Das wäre es gewesen. Lee wäre da schon weg gewesen. Aber ist halt nun mal Pech. Neuer Versuch. Diesmal schafft sie es nicht. Und wieder keine Heiler. Im Sturmangriff ohne Heiler. Ich weiß nicht. Ich freue mich, wenn der Gegner keine Heiler hat. Einfach weil ich ja immer mit zwei Heilern spiele. Und man kann da schon häufig ein bescheidenes Board doch überbrücken, möchte ich sagen. Ja, ich weiß, ich habe mir das Dreier-Match in Grün kaputt gemacht. Wie geil ist das denn, ne? Zwei von drei ausgewichen. Geil, oder? Ich brauche Gelb. Und jetzt kommen zwei, die Schaden auf alles machen in kürzester Zeit. Francine nochmal ausgewichen. Dem weicht sie jetzt nicht mehr aus. Aber wir bleiben da. Ich bereinige meinen Rest direkt. Ich hab's verkackt. Ich mach das gleich direkt weg. Ist schade. Zweimal verkackt, zwei Reste. Und dann habe ich noch einen Angriff über. Und achtet einfach mal gleich auf die Farben, die ich wähle und was dann auf dem Board erscheint an Farbe. Trügel, im letzten Sturmangriff habe ich ihn vergessen. Diesmal habe ich gesagt, ich werde dran denken.
Da sehe ich dann plötzlich Mutti und entscheide mich natürlich, Mutti mitzunehmen. Schaut doch einfach mal. Bam, 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 bam. Ja, lauft doch noch mehr rein. Ja, haben wir gewonnen an dieser Stelle, ne? Heilen, Mutti, Treeble. Ich kann mir aussuchen, was ich vernichte und töte. Und ja, vernichten und töten ist nicht das Gleiche. Vernichten ist jemanden komplett. Das kann man auch moralisch machen. Ja, das hat nicht viele Kombinationen gebraucht jetzt. Ja, und dann haben wir noch das letzte Match. Ich weiß gar nicht, wieso ich Frank mitgenommen habe. Wahrscheinlich, weil Frank einfach langsam war. Und die Verteidigung runtergesetzt hat. Ja, ich muss blau nach oben ziehen. Deswegen Diamanten, zwei blaue Matches. Dann denke ich mir, komm jetzt erstmal woanders spielen. Mana ist eh weg, da brauche ich jetzt nicht noch auffüllen und dann neuer Versuch, gehen wir direkt rein. Besser wäre da übrigens gewesen, unten den Dreier zu machen und dann oben in der Mitte den Dreier. So habe ich oben in der Mitte zwar auch nochmal einen Dreier gemacht, aber besser wäre es gewesen. Ja, ich verliere Mana. Und was halt blöd ist. Der Gegner hat auch noch zusätzlich Mana-Regeneration. Neuer Versuch, wir jagen nochmal Mana rein. Krampus, jetzt muss er raus. Und jetzt hat es dann auch für Lee gereicht. Wir wollen den Gegner komplett triggern. Alles raus, was keine Miete zahlt. Deswegen die Diamanten gleich. Ach, die Diamanten brauchte ich gar nicht. Die sind schon aktiviert. Das konnte er natürlich nicht überleben. Klar. Ja, 3 gegen 4. Und er nimmt natürlich nicht die mit dem Gegenschlag. Aber das reicht uns mit dem Gegenschlag. Tot. Neu, einfach alles raus, was keine Miete zahlt. Ausgewichen gibt dann auch keinen Schaden, dementsprechend keinen Gegenschlag. Naja, kann ich mit leben. Da schön alles rein, dass er nochmal komplett gelb nachgekommen ist, ne? Gegen den Leoniden gut, vollkommen egal. Der wäre auch so gestorben, aber okay. Bei so viel Blau denken wir überhaupt nicht nach. Gleich geht Busti hoch. Nächste Runde und deswegen hat es gereicht, auch vorher schon. Ja, nochmal 54, also 2 Siege, 2 Niederlagen, 2 mal Reste. Insgesamt eine Niederlage, leider, ihr werdet es gleich sehen, sind ziemlich viele hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Hätten wir nicht unbedingt verlieren müssen. Die waren stark, aber die Tanks waren, ihr habt es gesehen, meistens waren sie zu handeln. Schön ist auf jeden Fall,
Wir haben wieder mal die Null stehen. Der Gegner leider auch. Zählen wir mal mit. Drei Angriffe, bis ich gefallen bin. Vier, zwei. Sechs, drei. Sieben, vier. Acht, vier. Alles absolut gut. Zweimal die Null gegen mich. Finde ich toll. Platz 24 von 52 Punkten dafür, dass ich dann doch so wenig Punkte gemacht habe, fand ich, ist es dann doch noch ganz gut geworden. Ich meine, mit zwei Siegen, zwei Resten und zweimal verkackt, hätte es auch deutlich schlechter sein können. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag noch. Macht's gut. Tschüss.